Heute möchte ich von den Energieklassen der Immobilien in Italien sprechen. Gehen wir erstmal davon aus, was sind die Energieklassen? Die Energieklassen gehen in Italien von G wie Genua bis A. G ist die schlechteste, die Energieklasse, die die größte Umweltbelastung hat, während A die allerbeste Klasse ist, wobei A sich nochmal aufteilt zwischen A1, A2, A3 und A4 und A4 ist das Top, Nonplusultra. Okay, also praktisch kann man schon fast sagen Passivhaus. Wir haben nun diese Energieklassen, was machen wir damit? Wenn ein Besitzer ein Haus verkaufen möchte oder vermieten möchte, muss er von einem Techniker, also von einem Studio oder einem Geometer, ein Energiezertifikat anfertigen lassen. Dieses Energiezertifikat nennt sich APE, Attestato di Prestazione Energetica. Also allerspätestens beim notariellen Vertrag, beim Verkauf, muss diese APE vorliegen, sonst kann man nicht verbriefen. Aber auch die Immobilienagenturen haben heute schon die Pflicht, schon bei dem Inserat, beim Angebot eines Hauses, einer Immobilie, dieses Attestat vorzuweisen. Warum? Weil ein Haus, je nachdem, in welcher Energieklasse es sich befindet, auch einen dementsprechenden Wert hat. Das heißt, der Wert verändert sich, je nachdem, in welcher Energieklasse das Haus liegt. Die Energieklasse E zum Beispiel ist in Italien somit die weit verbreiteste. Das ist eine relativ schlechte Energieklasse. Das sind so Häuser aus den Jahren 1970 bis 1990. Und die allerbeste Energieklasse, wie gesagt, ist A4, wo wir den niedrigsten Verbrauch haben an Energie. Was macht eine Energieklasse aus? Wie bekommt der Techniker heraus, in welcher Energieklasse sich das Haus befindet? Ist eigentlich ziemlich logisch. Das liegt also am Konsum. Gehen wir mal davon aus, in erster Linie, wie das Haus gebaut ist, also wie die Struktur ist. Was ganz, ganz wichtig ist, ist die Südausrichtung. Das heißt, vor über 100 Jahren, also bevor wir elektrisches Licht hatten und Heizung, haben damals die Menschen sehr, sehr intelligent gebaut. Und zwar in Harmonie mit der Sonne, mit dem natürlichen Licht und mit der natürlichen Wärme, wie gesagt, in so einem Rustico. Und das ganze Haus wurde süd ausgerichtet und die ganzen Wohnräume waren Richtung Süden, also nach vorne zur Öffnung hin und die Schlafzimmer nach hinten hin. Das hat sich total verändert dann mit der Industrialisierung. Und heute, wenn ein Techniker sich also ein Haus anschaut, muss er sich natürlich diese Südausrichtung anschauen, die Struktur eines Hauses, wie ist es gebaut worden, wie ist die Isolation der Wände, die auch eigentlich relativ schlecht ist, vor allem in der Nachkriegszeit. Wie ist die Isolation der Fenster, des Daches natürlich? Was für Heizungen gibt es? Gibt es überhaupt Heizung? Weil je südlicher wir gehen hier in Italien, zum Beispiel in Richtung Zentrum und Süditalien, gibt es zum Beispiel Häuser, die gar keine Heizung haben. Aber das Allerwichtigste ist wirklich, wie gut ist die Isolierung der Struktur? Weil wenn ich eine gut isolierte Struktur habe, dann brauche ich wenig Energie, um so viel wie möglich Nutzen aus dieser Energie zu bekommen. Das ist genau wie in der Natur. Die Natur ist auch so. Also wenig Energie-Input und viel Energie-Output. Okay? Bei der Ernährung ist übrigens das Gleiche. Wenn ich also, wie gesagt, eine gute Struktur habe des Hauses, gut isoliertes Wände, Dach und Fundamente, dann brauche ich wenig Energie, die ich hineingeben muss, sei es um zu heizen, sei es um zu kühlen. Und das ist eigentlich der Fall in diesen alten Landhäusern oder natürlich auch in unseren modernen Häusern, die heute gebaut werden, mit Baubiologie und die Fertigbauweise aus Holz und so weiter. Gut, gehen wir wieder zum Energiezertifikat zurück. Also, der Techniker fertigt ein Energiezertifikat an, dieses Attestato di Prestazione Energetica, und das bekommt der Besitzer, und der Besitzer weiß damit, in welcher Energieklasse sein Haus liegt. Momentan ist es also so, dass wir in Italien auch ein Gesetz haben, das Restaurierungen von Immobilien subventioniert.
es nennt sich also 110 Bonus, also 110 Bonusgesetz praktisch. Um dieses Bonus zu bekommen, können Sie auch als Nicht-Residente, also wenn Sie nicht wohnhaft in Italien sind, aber hier eine Zweitwohnung haben, ein Zweithaus, davon profitieren. Was Sie machen müssen, Sie müssen sich einen Techniker nehmen, der autorisiert ist und der Ihnen das Haus anschaut, einen Kostenvoranschlag macht und die, diesen ganzen Percorso, diese ganze Prozedur für einen Umbau und zwar in zwei Energieklassen besser organisiert. Mit den Banken und mit den Unternehmen. Aktuell ist so, dass diese Subventionierung noch bis nächsten Juni, also 2022, aktuell ist und gilt. Aber es ist so, dass es vielleicht eine Proroga gibt, also eine Verlängerung dieser Zeit, weil immer mehr Menschen, Hausbesitzer daran interessiert sind, ihre Immobilien in eine bessere Energieklasse zu bringen. Wobei sie also nicht mehr, wie gesagt, 100% finanziert werden. Techniker sagten mir, dass es jetzt ungefähr vielleicht zwischen 50, 60, 70% sein können, aber das variiert total von Haus zu Haus. Da muss man wirklich einen Kostenvoranschlag machen lassen von einem Techniker und sehen, was muss gemacht werden, wie ist die Situation des Hauses, wo genau ist das Haus, also ganz, ganz individuell. Aber wie gesagt, die Information wichtig für Sie ist es also auch für Besitzer, Hausbesitzer möglich, die nicht in Italien ihren Wohnsitz haben. Genau. Also ich fasse noch mal kurz zusammen. Wir haben in Italien Energieklassen, die gehen von der schlechtesten, das ist die G, bis zur besten, das ist die 1A4. Es gibt ein sogenanntes Energiezertifikat, APE, das von Technikern angefertigt wird. Sie können in Italien einen Bonus beantragen über ein technisches Studio für Renovierungen, die Ihre Immobilie um zwei Energieklassen verbessern. Genau, und der Wert einer Immobilie wird auch durch die Energieklasse mit beeinflusst. Ja, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Tag und schicke Ihnen einen warmen Sonnengruß vom Gardasee und bis zum nächsten Video. Ciao!